dann nehmen wir uns zum Beispiel mal eine Holzaxt und die hat 8 Angriffsschaden und immer noch besser als das Dierschwert. Hey Leute, ich bin Sven und willkommen zu einer weiteren Snapshot, und zwar befinden wir uns heute in der Snapshot 15W34C und ja, heute sind wieder ein paar neue Funktionen rausgekommen, beziehungsweise ja, hat sich mal wieder einiges an der PvP-Mechanik getan und ja, darum geht's auch heute. Kurz noch, bevor das Ganze losgeht, ja, keine Angst, es kommt auch bald wieder normales PvP. Es ist jetzt nur einfach so, dass viele Snapshots rauskommen und das ist natürlich interessant, wie die Zukunft von PvP aussieht. Und deswegen stelle ich euch auch das vor, aber natürlich wird es auch bald oder vielleicht auch morgen wieder eine, ja, frische PvP-Runde geben. Und ja, wundert euch auf jeden Fall nicht, aber ja, wir legen jetzt auch gleich los. Wir haben jetzt hier alle, ja, Diamant-Werkzeuge, ist jetzt egal, wir können auch Eisenwerkzeuge nehmen. Ich habe jetzt einfach mal Diamant-Werkzeuge genommen, um das am besten euch zu zeigen. Und jetzt wurde es wieder so geändert, zum Beispiel, dass ein Dierschwert 7 Angriffsschaden hat. Es hat ja normalerweise 8, also 8 halbe Herzen, 4 ganze Herzen, wenn man halt jemanden, ja, schlägt. Und das ist jetzt wieder auf 7 geändert worden. Allerdings haben jetzt die anderen Werkzeuge nicht mehr gleich viele Angriffsschaden. Und zwar, jetzt schauen wir hier mal bei der Diamanthacke. Okay, 2 Angriffsschaden, 7,5 Angriffsschaden hier bei der Diamantschaufel, Diamantspitzhacke 5 und Diamantaxt 11. Okay, und wir merken, ja, dass die Diamantaxt richtig, richtig stark geworden ist. Gestern war es ja noch so, okay, die Äxte sind jetzt nicht mehr so stark, weil die einen viel, viel längeren Cooldown haben. Also das geht echt lange, bis die sich wieder voll aufladen. Wir können zum Beispiel auch mal eine Eisenaxt nehmen, die hat jetzt 10 Angriffsschaden, immer noch besser als das Dierschwert, okay. Dann nehmen wir uns zum Beispiel mal eine Holzaxt und die hat 8 Angriffsschaden und immer noch besser als das Dierschwert. Okay, gut. Ja, das ist jetzt also so, dass die Axt mehr Schaden macht, statt jetzt schlechter ist, auch wie die, noch in der Snapshot gestern. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel jetzt auch, wie man hier gerade gesehen hat, jede Waffe oder jedes Werkzeug andere Attack Speeds hat. Das heißt, das Diamantschwert hat jetzt 1,45 Attack Speed, die Axt allerdings nur 0,85. Die lädt sich halt extrem lange auf. Da muss man sich halt entscheiden, was man da nimmt. Die Axt ist auf jeden Fall jetzt deutlich stärker geworden. Und die Diamantspitzhacke hat jetzt zum Beispiel 5 Angriffsschaden, 1,5. Die lädt sich halt etwas schneller auf als das Schwert. Und die Diamantschaufel, ja, hat Attack Speed von 1. Und die Diamanthacke ist halt, ja, hat halt den Attack Speed wie von einem ganz normalen Item. Und es ist jetzt so, dass man ein Dierschwert, also das Dierschwert, 10,15 Damage pro Sekunde abzieht. Die Dieraxt 9,35, die Dierho 8 Damage pro Sekunde und die Dierpick und Schaufel 7,5 Damage. Das heißt, dass die Dieraxt im Endeffekt doch schlecht ist, obwohl sie mehr Schaden macht als das Dierschwert. Einfach weil die länger, ja, braucht, um wirklich die Stärke zu haben. Und ja, das ist natürlich auch in halbem Herzen gerechnet. Das heißt, die Hacke hier zum Beispiel macht 8 pro Sekunde. Das sind natürlich dann 4. Hier macht sie 2 Angriffsschaden. Und das ja, ist dann, also stimmt auf jeden Fall schon, dass wenn man dann quasi, ja, klickt, dass sie dann 4 pro Sekunde machen kann. Und somit ist halt das Schwert doch ein Tick besser als die Axt, obwohl halt die Axt extrem krass ist, wirklich jetzt vom Angriffsschaden her. Also das Dierschwert ist immer noch das Beste, also Schwerter an sich, nur dass die halt jetzt nicht so viel Angriffsschaden haben wie Äxte. Und jetzt ist auch so, dass wir zum Beispiel, ich hole jetzt auch mal den Zaubertisch, noch nicht unsere Axt, weil die auch eh schon so stark ist, verzaubern können. Also hier haben wir jetzt nur Effizienz, da kommt jetzt noch keine Schärfe raus, wie zum Beispiel bei Schwertern. Allerdings können wir die natürlich einen Amboss machen. Und wir sehen hier schon, Alter, dass einfach eine Axt mit Schärfe 5, ja, 17,25 Angriffsschaden macht. Ist halt schon extrem krass. Und damit kann man auf jeden Fall echt krass viel One-Hitten. Und jetzt ist auch zum Beispiel so, dass ich wieder ein kleines bisschen was ja auch an der PvP-Mechanik quasi getan hat. Und zwar gehen wir mal dazu in den Game Mode 0. Und wir haben, okay, jetzt wenig Herzen. Wir holen uns ganz kurz noch 2 Instant Heal und dann geht's auch los. So, okay, gut. Wir haben hier jetzt ein ganz normales Item. Ich schlage jetzt mal mit der Hand die Zombies. Und so, gut. Ihr seht jetzt auch schon. Okay, verdammt. Nein, Alter, ich werde gleich getötet. Okay, das muss ich doch mit dem Dierschwert machen.
Und den töte ich jetzt mal. So, gestern ist ja quasi der Damage Indicator dazu gekommen. Der Zombie nervt. Und ihr seht jetzt schon, so, dass wir jetzt einen weißen Partikel haben. Das heißt, wenn ich jetzt stehen bleibe, und jetzt bin ich gestorben, okay. Das heißt, wenn ich jetzt stehen bleibe und quasi den Zombie schlage, werden alle Zombies, wie man hier sehen kann, ein bisschen zurückgeboostet. So krass ist es jetzt echt nicht, aber das geht auf jeden Fall nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel laufe oder so. Es geht wirklich nur, wenn ich stehen bleibe, dann einen Zombie hitte und somit werden gleichzeitig alle zurückgeboostet. Ist auch ein ganz nettes Feature, wirklich, wenn es dann später vielleicht mal viele Zombie-Horden gibt oder ja, wenn man halt Hardcore spielt. Dass es halt ein Tick einfach ist, die Zombies zu besiegen. Und ja, zum Beispiel ist nur, das Ganze geht natürlich auch bei Schweinen, also wirklich bei allen Mobs. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mich nicht bewege, so, ein Schwein schlage, dann werden alle Schweine zurückgeboostet. Und das war's eigentlich. So, jetzt kill ich die ganz kurz noch. Und es geht jetzt mit 2 Hits. Sehr schön. Und dann, was ist eigentlich so im Großen und Ganzen wieder zu dir, dieser Snapshot? Es ist halt jetzt so, dass wirklich auch der Attack Speed für jedes einzelne Werkzeug geändert worden ist. Ist jetzt halt nochmal krasser geworden. Und in Survival Games kann es dann echt krass viele unterschiedliche Werkzeuge geben. Halt mit unterschiedlichen Fähigkeiten, wie es vorher eigentlich noch nicht so gab. Und darauf bin ich echt mal gespannt. Kurz noch zum Schild eine Sache. Wenn man jetzt mit der Axt, und das macht die auch nochmal einen Tick stärker, jetzt wirklich einen schlägt, der blockt mit dem Schild, hat das Schild einen kleinen Cooldown, ungefähr von einer Sekunde, glaube ich, und das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, da ich keinen Mitspieler hier habe, aber das muss dann auch ein bisschen aufladen, bevor man wieder blocken kann, sonst geht es nicht, aber das war's zu dieser Snapshot. Und ich hoffe, es hat euch auch diesmal gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung, da würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ja, falls ihr auch noch Fragen zu dieser ganzen Sache habt, schreibt sie unten in die Comments. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder bei einem neuen Video. Haut rein und ciao!